Frank Sporthelfer ist seit 5 Jahren der Mann von Birgit Schrowange. Doch in Birgit Schrowanges Leben gab es schon vorher eine große Liebe. Nun spricht die Moderatorin über eine der wohl schwersten Zeiten ihres Lebens. In einem Interview gesteht Birgit Schrowange nun erstaunlich offen, wie sehr sie unter der Trennung von Markus Lanz gelitten hat. Natürlich hatte ich auch schwere Zeiten, verriet sie gegenüber MyElu. Zum Beispiel nach der Trennung von Markus Lanz, dem Vater meines Kindes. Das war natürlich eine äußerst unschöne Zeit. Diese schwere Zeit hat sie letztlich jedoch nur stärker gemacht. Ich bin durchaus dominant, aber auf eine gute Weise. Wenn ich etwas will, dann klemme ich mich dahinter, sagt sie. Das gilt sicherlich auch für ihre Beziehung mit dem Schweizer Geschäftsmann Frank Sporthelfer. Die beiden sind seit November 2017 liiert. Die seit Jahren geplante Hochzeit ist allerdings bis heute ausgeblieben. Dass eine Ehe nicht im Streit enden muss, beweisen ihre Birgit Schrowange und Markus Lanz. 2006 trennte sich das Traumpaar des deutschen Showbiz, geblieben ist Freundschaft. Bei uns gibt es keinen Rosenkrieg, machte Birgit deutlich. Ihr gemeinsamer Sohn Laurin studiert in London. Mittlerweile ist Markus mit Angela Gessmann verheiratet. Und Birgit schwebt mit dem Schweizer Unternehmer Frank Sporthelfer auf Wolke 7.